Die Firma Judenhofer ist um die Jahrhundertwende ungefähr das erste Mal erwähnt. Wenn man schaut, 1923 sind sie das erste Mal auf der Beschickerliste der Münchner Wiesen gestanden, und zwar mit dem sogenannten Osaka Eispalast. Der Osaka Eispalast war ungefähr, der hat ungefähr eine Front gehabt von dem Maismann bis zu dem Schierswang, also damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt. Das Besondere von diesem Osaka Eispalast war, dass Kokosmakronen und Bonbons aus eigener Herstellung waren. Das war damals auf der Wiesn eigentlich schon, ja, so eine kleine Sensation. Das war der Franz Xaver Judenhofer, der das betrieben hat. Dann nach dem Krieg 1945 hat dann sein Sohn Karl, ist dann ins Geisterbahngeschäft eingestiegen und hat also nach dem Krieg aus Kriegsbeständen einer ehemaligen Zuckerbäckerei die erste Geisterbahn gebaut. Das war die Geisterburg, mit der ist er dann zwei Jahre später das erste Mal auf Reisen gegangen. Bei der Firma Judenhofer war es dann so, die waren eigentlich immer dann schon Pioniere im Geisterbahnsektor. Sie sind also nie stehen, haben sie immer weiterentwickelt. Dann war es also so, dass die zweite Bahn, das war dann die Hexenmühle, die ist dann ungefähr fünf Jahre später gekommen. Und die Reiseroute war dann nicht nur Deutschland, sondern sie sind also dann auch nach Finnland, Dänemark und Norwegen gefahren. Am 3. Juli 1948 ist dann die jetzige Seniorchefin, die in der Kasse sitzt, geboren. Und wie soll es anders sein? In Straubing. So wie es heute auch gehört. Sie ist also echt Straubinger Kindl. Genauso wird Juniorchefin, ist auch Straubinger Kindl. Und somit schließt sich dann da also der Kreis wieder. Ja, wie ist es dann mit der Firma Judenhofer weitergegangen? Also wie gesagt, sie sind nie stehen geblieben. Sie haben immer wieder Geisterbahnen gebaut. Es war dann so, die ersten Geisterbahnen, muss man sich vorstellen, das waren ganz einfache Bahnen mit ganz einfachen Fronten. Also da hat es also noch keine Figuren gegeben, es war also noch nichts Plastisches, es war also vorne eigentlich nur eine Verkleidung. Der Karl Judenhofer, wie die erste Geisterbahn gebaut hat, das war ganz interessant, denn diese Anlassermotoren waren aus Flugzeugmotoren hergestellt, so hat es funktioniert. Und dazu hat man dann Gleichstrom benötigt, und der Gleichstrom, der hat durch Stromerzeuger erzeugt werden müssen, und die waren aus einem U-Boot. So hat der das praktisch eingebaut, dass die Geisterbahn funktioniert hat. Dann ist also dann weitergegangen, es ist dann die Geistermühle gekommen. Ja, wie gesagt, und da ist dann losgegangen, dass man schon die ersten plastischen Fronten, also das heißt, da ist dann die Fronten immer nur noch aus Blech bestanden, sondern da waren also dann schon plastische Sachen vorne drauf. Das war dann eher schon so 2D. Und das war dann ungefähr 1959 auf der Wiesn, und das war eine Riesensensation, weil man das vorher so noch nie gesehen hat. Dann ist es weitergegangen, Technik ist natürlich auch nicht stehen. Dann ist man immer hergegangen, hat das Ganze weiterentwickelt. Und Anfang der, ja, so 62, 63 rum war es dann so, dass die ersten Geisterbahnfiguren auf der Front gekommen sind, also mit diesen neuen Techniken halt dann einfach, dass sie die Figuren pneumatisch bewegt haben. 63 hat man dann den Schritt gewagt und wollte einmal in diese Rundfahrgeschäftsszene einsteigen und hat von der Firma Mack sogenannte Karavelle, das ist so, ja, wie sowas wie ein Allround, sag ich jetzt einmal, mit so Körben, die sich dann so ein bisschen schräg stellt, war nicht damals nicht ganz das Optimale, weil das nie so richtig funktioniert hat. Dann hat man also dieses Geschäft auch nochmal weiterentwickelt, mit dem ist dann der Bruder von der Frau Judenhofer weitergefahren. Dann ist es weitergegangen, dann ist die nächste Geisterbahn gekommen, dann ist es also losgegangen mit diesen ersten Lichtschranken, wo man also dann die Figuren innen bewegen hat können, dass es alles automatisch gegangen ist. Nur so hat sich die Firma Judenhofer Kunst dann eigentlich immer weiterentwickelt. 1966 hat dann die Frau Irene Judenhofer an Herrn Alexander Kunz kennengelernt. Sie haben dann ein Jahr später geheiratet. Und 1972 ist dann der Juniorchef, also der Andreas Kunz, zur Welt gekommen, der heuer eine Neuheit auf der Wiesn hat, und zwar wird es der Geisterpalast sein. Das ist also eine riesengroße neue Geisterbahn, die 36 Meter lang ist, an die 14 Meter hoch und glaube 22 Meter breit ist. Also wie gesagt, das ist jetzt die neueste Entwicklung aus dem Hause Kunz.
Und so hat sich die Firma dann immer weiterentwickelt. Und ja, so nach das 60er Jahr hat man sich halt überlegt, was kann man da noch Neues machen, also was war noch nie da. Und dann ist man draufgekommen, dass man gesagt hat, man will jetzt keine einfache Geisterbahn, sondern irgendwas Außergewöhnliches. Und dann hat man 1985 diese Stockwerkbahn angeschafft, also diese zwei Etagen. Familie Judenhofer Kunst wollte ja natürlich auf dem neuesten Stand bleiben und hat dann diese Geisterbahn 1985 gekauft. Und das war von Freddy Lehmann wurde die gekauft. Und das ist ja eine zweistöckige Etagengeisterbahn. Und hat man natürlich auch einen Balkon dabei gehabt. Dann ein Jahr drauf, 1986, kam die erste mobile Laseranlage zum Einsatz. Und das war natürlich auch was Besonderes. Die, wo da mitgefahren sind, die haben das ja noch nicht gekannt. Und dann wieder ein Jahr drauf, also 1987, haben sie dann die Laseranlage nach draußen produziert. Das sind die Leute, die noch nicht so viel Geldcode haben, sagen wir mal, auch die Laseranlage anschauen haben können, die ist auf einer Großleinwand dann draufgespielt worden. Dann hat man das von außen anschauen können. Dann 1988 kam die Beamer Show dazu, die ist jetzt immer noch da. Und da wird halt dann, also fahrt man mit der Chaise rein, man bleibt stehen, man schaut sich den Film an und dann wird, also fahrt man wieder weiter. Dann 1989 kam ein schottischer Schlossherr dazu. Also es war so die erste lebende Gestalt bei der Familie Judenhofer und Kunst. Der war auf dem Balkon dann hin und her gerannt ist, die Leute von draußen belustigt hat und dann natürlich auch die Leute ein bisschen erschreckt hat, die gut auf dem Balkon rausgefahren sind. Dann macht man einen kleinen Sprung zu 1996. Wurde dann das Geisterschloss umgestaltet außen, wie es jetzt aussieht, weil früher war sie grün, die Fassade. Und es ist in einem Fantasy-Style umgewandelt worden, wie man jetzt so schauen kann mit dem Blutrot. Und ich finde, es ist auch sehr schön geworden. So, ja, dann kommt der nächste Sprung 2004. Kamen dann die geschlossenen Chaisen dazu, weil früher war das noch offen. Indem, dass man die Chaisen zugemacht hat, konnte man aus Sicherheitsgründen dann auch die Figuren näher an die Chaise stellen. Also die sind jetzt nur einen halben Meter von dir weg oder dürfen sogar an das Gitter klopfen, die Figuren. Und früher waren die ja, glaube ich, 1,5 Meter, waren die von dir entfernt und dann war der Effekt nicht so stark, als wie jetzt, wenn die viel netter an die natürlich zukämmert. Und somit kam auch dann immer wieder viel mehr lebende Geister hinzu. Da fängt man ja einen, der wo für Fotos zuständig ist, die Leute belustigt. Aber die Familie Judenhofer Kunst verspricht mit dem Geisterschloss trotzdem immerhin noch, egal ob die Figuren jetzt näher sind, die waren nie brutal. Also es ist eine familienfreundliche Geisterbahn. Also die kleinen Kinder können da auch schon mitfahren, wenn sie sich trauen. Und es ist halt ein gruseliger und freundschaftlicher Spaß, die Familie Judenhofer Kunst immer noch bietet. Und das hoffentlich auch so.